In vielen Spielen kommt man irgendwann an den Punkt, an dem man seine Waffe ziehen und Gegner vermöbeln soll. Und da Spieleentwickler gerne Geheimnisse in ihren Werken verstecken, überrascht es wenig, dass es auch einige skurrile Easter Eggs rund um dieses Thema gibt. Hier sind deshalb 7 ungewöhnliche Waffen, die ihr als Easter Eggs in Spielen finden könnt. Nur wenige Personen sind es im Marvel-Universum würdig, Thors allmächtigen Hammer Mjölnir aufzuheben. Wie uns Crisis 3 weismachen will, gehört aber wohl auch Nano-Anzugträger Prophet dazu. In Mission 4 findet ihr das Heimwerker-Utensil mit der Extra-Portion Bums in der Nähe des ersten Primärziels. In Richtung Süden, gleich im knöchelhohen Wasser, liegt das gute Stück. Mit Mjölnir könnt ihr Blitze heraufbeschwören, die Gegner mit einem Schlag erledigen. Alternativ lässt sich der Hammer natürlich auch werfen, ihr müsst ihn danach aber wieder aufheben. Eine Bumerang-Funktion wie im Comic oder in den Filmen besitzt er hier leider nicht, also gut drauf aufpassen. Die Größe einer Waffe sagt nicht unbedingt etwas über ihre Kraft aus. Das beweist das Scarab-Gewehr aus Halo 2. Diese Waffe sieht zwar aus wie das gewöhnliche Typ 25 Energiegewehr der Allianz, feuert aber eine weitaus tödlichere Energiekugel ab, die so ziemlich jeden Feindschrein davonlaufen lässt. Es gibt insgesamt 5 Methoden, diese Waffe zu bekommen, die alle relativ viel Zeit und Geschick erfordern. Wir zeigen euch hier kurz mal die erste Variante. Am Anfang der Metropolis-Level müsst ihr alle Gegner auf der Brücke töten und anschließend eine Banshee in den Tunnel locken. Säubert nun nach und nach die nächsten Sektoren von Gegnern und auch befreundeten Einheiten, damit diese nicht die Banshee abschießen. Später muss das Fluggerät durch einen Seiteneingang und einen weiteren kleinen Tunneleingang buxiert werden. Damit der Flieger da hineinpasst, schießt am besten vorsichtig einen Flügel ab. Sobald ihr die Banshee bis zum Checkpoint geschoben habt und wieder an der frischen Luft seid, könnt ihr das Fahrzeug benutzen, um auf die Gebäudestruktur hoch oben am Himmel zu fliegen. Dort oben wartet schließlich das Scarab-Gewehr oder besser die Kanone. Da die Waffe großen Umgebungsschaden macht, solltet ihr beim Aufheben vorsichtig sein, um euch nicht selbst zu töten. Wie uns wahrscheinlich viele Schwertfans zustimmen würden, gehört das Katana zu den elegantesten Hieb- und Stichwaffen da draußen. Klar, dass dann auch der Rollenspielklassiker Morrowind einige der japanischen Langklingen im Angebot hat. Eines davon ist Blaubrand, ein diabolisch gut verstecktes Katana mit Feuerschadenverzauberung. Um es zu erhalten, müsst ihr zunächst die Questreihe um den Daedra-Prinz Boethias abschließen. Zum Dank erhaltet ihr die Waffe Goldbrand. Nun müsst ihr euch mit einigen Vampiren rangeln, um vom Vampirismus angesteckt und zum Blutsauger zu werden. Als lichtscheue Kreatur der Dunkelheit sprecht ihr jetzt mit Siri Lonwe in der Magiergilde in Vivek. Sie gibt euch die Aufgabe, jemanden zu töten und seinen Schlüssel zu stehlen. Da ihr als Vampir nicht die Schnellreisefunktion nutzen könnt, müsst ihr den langen Weg zur Zielperson zu Fuß gehen. Zurück bei Siri Lonwe benötigt ihr exakt 11.171 Münzen und die Waffe Goldbrand im Inventar und könnt die Quest jetzt abschließen. Das Katana wird nun gegen das verbesserte Schwert Blaubrand ausgetauscht. Im Englischen heißt die Klinge übrigens Eltonbrand. Ein wichtiges Detail, um die Geschichte dahinter zu verstehen. Denn das Easter Egg stammt vom Spieledesigner Mark Nelson. Der ist ein großer Fan des College-Basketballteams Blue Devils. Ein ehemaliger Spieler der Devils heißt Elton Brand. Und was bedeutet die krude Münzsumme von 11.171? Tja, einer der wichtigsten Siege des Teams gegen die Erzrivalen ging 111-71 aus. Außerdem ist Mark Nelson am 1.11.71 geboren worden. Damit ist Blaubrand bzw. Eltonbrand wahrscheinlich eine der persönlichsten Waffen der Elder Scrolls-Reihe. Üblicherweise zerteilt, zermatscht oder zerstückelt ihr die Höllenbrut in Diablo 3 mit dem 1x1 der Fantasy-Waffenkammer. Wer aber mal etwas Ausgefalleneres als einen Streitkolben haben will, kann die Heerscharen der Unterwelt auch mit einer kulinarischen Köstlichkeit in die Flucht schlagen. Denn da gibt es ja noch die horadrischen Hamburger. Und die findet ihr im allseits bekannten Pony-Level Grafschaft Launebach. Den nicht mehr so wirklich geheimen Level könnt ihr betreten, sobald ihr den Hirtenstab hergestellt habt. Dazu müsst ihr verschiedene Handwerksmaterialien über alle Akte der Hauptkampagne sammeln. Nur falls ihr das vergessen haben solltet. Alternativ führen manche Nephilim-Portale oder Schatzgoblins ins quietschbunte Regenbogenland.
Alle Gegner in der Grafschaft haben eine gewisse Chance, den Hamburger fallen zu lassen. Der Burger wird als legendärer Dolch klassifiziert, besitzt jedoch keine besonderen Eigenschaften. Wollt ihr gegen Diablo höchstpersönlich antreten, empfehlen wir euch daher lieber eine richtige Waffe. Aber auf jeden guten Burger gehört, da werdet ihr uns sicherlich zustimmen, eine dicke Scheibe Käse. Wer nach Diablo 3 von essbaren Waffen nicht genug bekommt, findet deshalb in Dragon Age Inquisition ein ganz ähnliches Exemplar. Im Kammwald auf einem Hügel westlich vom Drei-Forellenhof findet ihr auf einem Tisch einen großen Laib Käse. Den kann sich jeder Spielcharakter der Klasse Krieger umschnallen und als Schild benutzen. Laut Itembeschreibung entstand die schützende Laktoseplatte, als ein Drache seine Schuppen abwarf und der Wind den eigenwilligen Geruch der Kreatur zu einem Milchbauernhof trug. Fraglich, ob der Käse wirklich gut schmeckt, aber zumindest gewährt der Schild dem Träger besondere Heilkräfte, die einen Teil des erlittenen Schadens wiederherstellen. Im Weltall hört dich niemand schreien, heißt es, und auch der Horrorshooter Dead Space folgt dieser pessimistischen Sicht über den Großteil eines Spieldurchgangs. Das heißt aber nicht, dass Necromorph-Isaac Clarke nicht auch ein bisschen Spaß auf der Arbeit haben kann. Dafür muss er aber erstmal Dead Space 2 einmal komplett durchspielen und den Hardcore-Modus freischalten. Übersteht der Ingenieur auch die Hardcore-Herausforderung, wird am Ende der Kampagne die Schaumstoffhand freigeschaltet. Die kann sich Isaac um die Hand stülpen und zerfetzt mit Bang Bang und Piu Piu Lauten mühelos jedes Weltraummonster. Die Schaumstoffwaffe verfügt über unendlich viel Munition und eine extrem hohe Schussrate. Im Nachfolger Dead Space 3 kann man die witzige Easter Egg Waffe auf ähnliche Art und Weise übrigens auch freischalten. Just Cause 4 gehört zu der Sorte Spiel, die vollgestopft sind mit Easter Eggs. Da fällt es schwer, sich für ein Geheimnis zu entscheiden. Wir haben uns trotzdem mal festgelegt. Ein besonders verrücktes, oder sollten wir sagen bescheuertes, Secret findet ihr nämlich westlich von Kantos auf einem Bauernhof. Anders als in Just Cause eigentlich üblich, ist die Waffe aber nicht dazu da, alle benzingefüllten Behälter zur Explosion zu bringen. Stattdessen transformiert sie jeden menschlichen NPC in eine Kuh. Da die verwandelte Person ihre bisherige Tätigkeit einfach fortsetzt, sieht das alles besonders drollig aus. Held Rico kann sich sogar selbst in ein grasliebendes Rind verwandeln, wenn er den alternativen Feuermodus drückt. Tja, und das waren auch schon wieder 7 skurrile Easter Egg Waffen. Okay, genau genommen waren es 6 Waffen und ein Schild. Wir hoffen trotzdem, ihr hattet Spaß mit dem Video. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, unsere Playlist mit weiteren Easter Eggs ist in der Videobeschreibung verlinkt. Right. Well done.